Ja, guten Tag, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von meiner Seite und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Paul Emzew und ich bin heute als Co-Moderator hier mit im Studio und für Ihre Fragen, Kommentare und Anliegen zuständig. Welcome to Corporate Culture, your podcast about cooperation, conflict and culture at work. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir möchten natürlich die Veranstaltung so interaktiv wie möglich gestalten und Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich in die Veranstaltung einzubringen. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Die erste Frage, die vielleicht vielen von Ihnen so auch auf der Zunge brennt, die einerseits ganz banal ist, aber auch doch sehr relevant, ist, was ist denn der Klimaschutzplan genau für ein Dokument? Worum handelt es sich da? Ruslan ist ein international lawyer from Russia, who worked at the European Court of Human Rights in Strasbourg since the start of the war in Ukraine. Ja, in der Tat, wir sind schon über der Zeit. Trotzdem merken wir, die Leute interessieren sich sehr auch für die technischen Aspekte. Da würde ich gerne noch drei kurze Fragen mit reinnehmen. Through these two roles that I have, I realize that facilitation and mediation can to an extent benefit from each other. Ja, vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Fragen. Wir haben eine sehr, sehr aktive Teilnahme, sehr, sehr viele Fragen, die uns bisher schon erreicht haben. Wow. The discussion went a lot deeper than I thought. Thank you so much, Kalina. Saying what you think can create conflict. Thinking what to say can create cooperation.